TV. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blomberg TV. Das sind unsere Themen. Kunstmauer sorgte erneut für Begeisterung, Lockvögel hatten pure Lust am Leben und Beachparty der Feuerwehr ein voller Erfolg. Die Blomberger Kunstmauer erwies sich wieder als großer Besuchermagnet. Bei herrlichem Wetter in der Nelkenstadt versammelten sich zahlreiche Besucher nicht nur entlang der alten Stadtmauer. Auch der Schweigegarten, der Martiniturm sowie die Klosterkirche wurden zum nunmehr 16. Mal Schauplatz für die Kunst der rund 50 Kreativen, die weit über Lippes Grenzen hinaus nach Blomberg gekommen waren. Ob Gemälde oder Skulpturen, die Kunst an diesem Tag war vielfältig. Einen besonderen Höhepunkt in diesem Jahr bildete die Künstlergemeinschaft Die Hummel Detmold vor dem Martini-Turm. Mit vorbereiteten Bildern animierten sie die Besucher dazu, selbst einmal zu Pinsel und Farbe zu greifen. Zum 17. Mal feierten die Kappler Lockvögel ihr traditionelles Lockfest, das in diesem Jahr unter dem Motto Pure Lust am Leben stand. Und auch dieses Mal ließen sich die Lockvögel wieder einiges für die Besucher einfallen. Mit Weste, Hemd und Cowboyhut wie im Wilden Westen trat die achtköpfige Gruppe mit bekannten Country- und Western-Hits auf, bei denen die Besucher mitsingen und mitschunkeln konnten. Aber das war nicht alles, was die Lockvögel zu bieten hatten. Neben Country-Musik lieferten sie Unterhaltung zu den Themen Bayern und Schlager. Die Pausen zwischen den drei Blöcken füllte die Bahntrupper Tanzgruppe UE Fusion mit ihrer Choreografie zu bekannten Liedern von Michael Jackson. Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr hatte zu einer Beachparty an der Feuerwache in Blomberg eingeladen. Und dieser Einladung folgten viele Besucher trotz des eher tristen Wetters. Mit aufgeschüttetem Sand, einem Pool, aufblasbaren Palmen und strandtypischen Sitzmöglichkeiten hatte das Organisationsteam um Marcel Lipke für ein richtiges Stranderlebnis gesorgt. Und bei einer richtigen Beachparty durfte natürlich auch eine Cocktailbar und gute Laune-Musik nicht fehlen. Außerdem erstreckte sich im Inneren der Wache eine Schlange von Preisen, die im Rahmen der großen Tombola gewonnen werden konnten.